Auf den Fotos hier ist James B. Harris zu sehen, Kubricks erster Produzent. Kubrick lernte ihn 1953 durch seinen Freund Alexander Singer kennen und traf ihn 1955 zufällig wieder. Harris, der eine Hand für Geld hatte, war Miteigentümer eines Film- und Fernsehverleihs und wollte Produzent werden. Kubrick hatte gerade Killer's Kiss an United Artists verkauft und suchte Wege, um sein nächstes Projekt zu realisieren. So entstand die Firma Harris Kubrick Pictures, die The Killing, Path of Glory und Lolita produzierte. Eine wichtige Aufgabe der Firma war, bekannte Schauspieler für die Projekte zu finden. Harris erzählt im Rückblick über The Killing: We found ourselves in a desperate situation where the most important thing in our lives was to get to make the film. So waren wir also in einer verzweifelten Situation. Das Allerwichtigste war für uns jetzt, diesen Film zu drehen. Wir mussten einfach einen Weg finden. Das hieß, wir fragten jeden Schauspieler, den wir überhaupt bezahlen konnten. Natürlich sollte er schon für die Rolle geeignet sein. Nachdem wir es bei einer Menge Leute probiert hatten, reagierte schließlich Sterling Hayden auf das Skript. Und Sterling Hayden hatte in Asphaltdschungel ganz hervorragend gespielt. Wir dachten, dass er sehr gut in der Rolle sein würde. Und als wir Sterling dann ins Spiel gebracht hatten, konnten wir United Artists überzeugen, den Film mehr oder weniger zu finanzieren. Sie kamen nicht für die gesamten Kosten auf, und ich musste die Differenz auftreiben zwischen dem, was sie zahlten und was der Film letztlich kostete. Und als The Killing dann fertig war, die Reaktion war nicht so großartig, aber wir hatten jetzt immerhin etwas, das wir in der Filmwelt vorzeigen konnten. Und wir konnten nun daran gehen und weitere Projekte entwickeln, darunter Paths of Glory, der auf ähnliche Weise zustande kam. Erst als ich Kirk Douglas überzeugt hatte, in dem Film mitzuspielen, konnten wir die Finanzierung auf die Beine stellen.